Also, an alle, die mich mögen, die mich lieben, deabonniert ihn und disliked ihn. Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ein etwas ernsteres Thema. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, hat der General auf Lukas und mich in einem Livestream reagiert. Teilweise sogar echt krass auf Lukas eher, ne Lukas? Ja, das ist tatsächlich richtig und ich denke, wir nehmen uns heute mal vor, auf gewisse Sachen, die er dort sagt, einzugehen und teils tatsächlich zu beantworten. Und beziehungsweise, ja doch, wir gehen einfach näher drauf ein, kommentieren ein bisschen was dazu. Und am Ende des Tages kann jeder von euch, der jetzt unter meine Videos Hate-Kommentare deswegen geschrieben hat, ich werde jetzt einmal ein paar einblenden, sich dadurch dann eine eigene Meinung bilden und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt gleich erstmal das Video an und dann bis gleich. So, und da sind wir auch schon in Watch Together. Ihr seht jetzt hier das Video vom General, um das es uns geht und ich würde sagen, Lukas, starte einfach mal. Ja, ich starte. Ja. Themen, das erste Thema ist Durchrasten. Also ich habe ja ausgerastet bei Durchrasten. Genau, da ging es auch um Durchrasten. Die haben mich gebannt. Ja, die haben mich einfach eiskalt weggebannt, so nach dem Motto, der General. Ja, und wollte ich euch mal zeigen, dass die mich einfach so gebannt haben. Ja, und die Reaktion des Generals ist natürlich klar, sich ein General nicht gefallen. Ja, Durchrasten. Also ich bin da gebannt und, ja, Abracadabra, guten Tag. Hier ist ja, das... Denk da an der Stelle ist halt schon wieder. Oh Gott, jetzt kann ich das gar nicht pausieren. Warte, ich hab's pausiert, alles gut. Das Ding an der Stelle ist halt auch schon wieder, da finde ich, sieht man auch so ein bisschen seinen Charakter, dass er darauf joint und ganz stolz ist und damit prahlt, huh, ich bin ja im Band. Ja, das ist ja toll, ich bin ja im Band. So richtig schon wieder so ein bisschen auch provozierend angelegt. Schau mal, das, also, ja, das ist sowieso schon die ganze Zeit so. Ich frag mich auch, ich meine, er wurde gebannt, aber zu Recht. Ich meine, er greift ja, OP-Sucht ist ja von durchrastendem Partnerserver. Das sind ja Partnerserver. Er greift ja in dem Sinne auch irgendwo Durchrasten an. Jetzt kündigt er da wohl auch irgendwas an. Es ist alles relativ fragwürdig. Ja. Ich würde sagen, ich starte mal wieder. Ja. So, mal durch. Ja, kommt gelegentlich vor, so Kollateralschaden nennt sich sowas. Ja. Es leckt aber so, ganz schön, oder? Ja. Bei ihm. Ja, das ist aber voll. Eher, nicht. Ach so, ja, stimmt ja, Wilco ist ja unterwegs. Ja, Wilco ist übrigens gerade live da, deswegen komme ich jetzt nicht. Och nein, jetzt wollte ich zu meinen Hühnern und komme da nicht rein oder was? Ach, es ist alles so deprimierend. Ja. Sollen wir woanders hin? Nee, ich teste es nochmal aus, ob wir reinkommen oder ob wir es bleiben lassen können. Aber. Ja, Server ist voll. Gut, dann gehen wir mal woanders hin. Dann gehen wir auf den nächsten. Sorry übrigens, erstmal wenn ich ein bisschen schief schaue. Ich habe heute tatsächlich nur 2 Stunden geschlafen. War ein relativ mieser Tag eigentlich, weil Homeschooling und ich habe gemerkt, da habe ich ja doch noch so einige Aufgaben, aber kann man nichts machen. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall noch dieses Video weiter natürlich, an. Ob es überhaupt funktioniert. Ja. Ja, Server ist auch voll. Ja, aber bei denen geht aber die Post ab hier. Ja, ja, dann wird auch der dritte hoffentlich nicht voll sein oder ist der auch erledigt. Nee, ich glaube, da kommt Creative. Ja. So. Dann gehen wir da mal kurz drauf. Willkommen auf CityBuild. Keine Ahnung, wo ich bin. Ja, hier war ich noch nie. Hier schneit es auch noch. Aber immerhin, ich wollte es nur kurz sagen. Also ich bin da drauf. Und ja. Das gefällt mir jetzt auch mit dem Schneefall. Das ist schön, dass du da jetzt drauf bist. Mir gefällt der Boden. Ja. Aber gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Überrascht dich tatsächlich auf Durchrasten. Dankeschön. Ja, also, der Beweis dafür. Der General ist ja da. So. Und eigentlich bin ich auf CityBuild 1, aber da ist gerade die Hölle los. Fängt weil, gleich gesagt, der Teil an, wegen dem wir überhaupt das Video also erst Sky gestartet Guy, haben. Der gerade streamt und dann lassen wir auch streamen in Ruhe und dann werde ich eben heute Abend mal nach meinen Hühnern schauen. Mir fällt die haben ja meistens Sorgen gemacht. Genau ja. Vor der vom so, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin hier auf jeden Fall auf der Lobby von Durchrasten unterwegs. Eigentlich war es das schon. Warum soll ich das hier großartig noch in die Länge ziehen?
Einfach nur mal kurz zu zeigen. Oh, jetzt schneit es aber brutal hier. Mann, ja, du bist doch durchgestorben wie in Berlin gestern. Mittlerweile. Ja. Ja. Ach, das ist ja. Ganz gleich. Da kommst du vor wie in Berlin. Ja. Ach, Mann, oh Mann. Irgendwie ganz lustig. Mir gefällt's. Ich finde die Idee gut. Und, wupp. Geh mal wieder raus, denn das war's eigentlich. Und ich wollte euch das nur ganz kurz zeigen, wie das so der General mit Zauberhand löst. So. Jetzt kommt der General. Zauberhand. Gelegentlich mit seinem Thema an. Und er sagt, was, hier, wenn er so da schläft. Naja, ja, den hat immer noch die Grippewelle. Der General ist noch etwas dahingerafft. Ja. Dann in diesem Video ganz kurze Grüße, denn ich habe zwei versprochen, die ich ganz herzlich grüße und die grüße ich dann auch im Live. Aber jetzt mache ich es nochmal auch hier. Ich grüße ganz herzlich meine Tammy, Huhu und Angelina. Ja, Angelina, die hat sich in meinen Hund verliebt, hat sie mir geschrieben auf WhatsApp. Ah. Okay. Und da wird jetzt ganz herzlich gegrüßt. Ja, also Odin ist ganz begeistert. Ja, der hat Kinder ja zum Fressen gern. Ja, ist halt so. Ja, irgendwie haben wir hier alle. Aber so ist es halt. Gut, das nächste, was ich euch unbedingt zeigen möchte, da... Der frisst einen Knochen da unten. Der hat nichts anderes zu tun. Na gut. Also nackt, Odin macht nur Knochen kaputt. Maus. Ja. Gut. Geht's jetzt um einen Geist? Um einen Geist geht's jetzt. Kann es anders sein als... Und eigentlich geht's um das Video teils, oder er geht zum größten Teil auf das Video ein, was wir vorgestern war das, ne, hochgeladen haben. Mal schauen, was er jetzt dazu sagt. Ich habe es mir schon angehört, an die Leute, die das noch nicht angehört haben oder die sich das noch nicht angeschaut haben. Jetzt können wir es einmal hier zusammen anschauen. Der Geist, ja. Ich hatte ja am Anfang mal gesagt, er ist ein Hater, das habe ich korrigiert. Er hat eigentlich bis dahin Kritik gemacht und ja, dachte dann auch von mir aus, okay, alles gut. Daran hat sich auch noch nicht viel geändert. Und dann hat er aber zwei Sachen abgelassen, wo ich sagen muss, das geht überhaupt nicht. Das ist YouTube nicht würdig. Und ich muss darauf reagieren, denn es geht gar nicht anders. Ja. Also zuerst mal wollte ich euch etwas zeigen und das zeige ich euch jetzt direkt in der YouTube-Übertragung im Browserbereich. So. Und zwar, lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige euch das direkt. Ich schreibe mal hier. Was? Nein, danke. Ach, diese Anmeldung geht mir irgendwie auf die Nerven heute. Kontergeist, so ist es. Ich vor allem erstmal falsch geschrieben. Ja. Und dann wundern, warum man ein falsches Video oder nicht direkt im Kanal drauf sieht. Moin Freunde, herzlich. Ja, genau, du hast mir gerade noch gefehlt. So. Das wollte ich euch mal zeigen. Du hast mir gerade noch gefehlt. Okay. Das erste ist eine. Ihr seht's ja. Jetzt sieht man es noch nicht, okay. Also ich hoffe, dass ihr es seht. Er hat es ein bisschen weit reingezoomt. Nee, ihr seht's nicht. Nee, ich seh's gerade. So, warum seht ihr das nicht? Achso, jetzt seht ihr's. Entschuldigung. Okay. Ja, mein Fehler. So, also. Und da seht ihr, Hacker Matthias auf OP-Sucht gequieft. So, das ist ein Video, genau das haben wir vor 2 Tagen oder so hochgeladen. Da gab es einfach einen Spieler, der ihm nachgemacht hat. Oder nicht nachgemacht, er hat ihn eher nachgeahmt, weil Matthias wahrscheinlich sein Idol ist. Das ist ja auch sein freies Recht. Aber das dann beleidigend auf dem Server darzustellen und andere Spieler damit noch irgendwie den Spielspaß zu verderben, weil dort waren teilweise Schilder drauf, die gehen so überhaupt nicht, deswegen kann ich das so überhaupt auch nicht unterstützen, deswegen wurde das dann auch, beziehungsweise wurde der Spieler auch bestraft. Er hat sich tatsächlich komplett als Matthias ausgegeben, muss man dazu sagen. Ja, das ist schon ziemlich krass und es wurde in den ersten 2-3 Minuten schon gesagt, das würde er jetzt auch nochmal sagen, dass es nicht Matthias ist, aber darauf geht er gar nicht so krass ein. Er wird gleich noch auf eine andere Sache eingehen, aber da habe ich auch noch 2 Punkte. Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Nochmal. Hacker Matthias auf OP-Sucht gequieft. Achso, Fragezeichen. Lieber Kontergeist, geh mal zu Aldi und kauf dir einen 3er-Pack Deutsch. Ja, lieber Kontergeist. Das hat mir auch geholfen. Ja. Richtig. Also, dazu. Leute, an der Stelle. Unfassbar. Warte, lass ihn noch zu Ende erzählen. Ja? Da gehen wir gleich drauf ein. Kommt noch was? Da kommt noch was. Ja. Hätte ich jetzt so von ihm nicht so erwartet in der Art. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich bei. Immer geht's noch. Was auch immer das für ein Sound ist.
dass ich, ja, es bombardieren sie mich zu, wegen OP-Sucht, ja. Nee, also, dass wir, dass ich immer auf Rechtschreibung wirklich peinlichst genau achte, ja. Mhm. Und lieber Lukas, kurze Deutschstunde, ja. Hat Hacker Matthias auf OP-Sucht gequieft? Fragezeichen. Hacker Matthias, hat er auf OP-Sucht gegrieft? So, und jetzt gehen wir tatsächlich auf was ein, was auf YouTube gang und gäbe ist. Er kritisiert hier meine Rechtschreibung in dem Titel, geht aber nicht auf die anderen Titel ein. Und die anderen Titel sind teils genauso, einfach wegen der Auffindbarkeit auf YouTube. Und die meisten Titel auf meinem Kanal und generell auf YouTube sind tatsächlich so in der Form gestaltet. Und er kreidet mich da extrem krass an. Ich habe da auch sehr, sehr viele Kommentare bezüglich zu meiner Rechtschreibung wegen diesem Titel bekommen. Ich muss euch jetzt erstmal was zeigen. Das ist ein Screenshot von einem seiner Videos. Genau, da gehen wir einmal hier drauf. Genau, genau. Ich bin aber jetzt bei dem, wo er geschrieben hat, guten Morgen, genau. Also guten Morgen schreibt man ja tatsächlich auch nicht mit steht aber trotzdem so im Titel. Das kann man ja machen, wie man möchte. Hier ist es jetzt zwecks der Auffindbarkeit und ich denke nicht, dass man das in den Titeln so krass berücksichtigen kann. Und in der YouTube-Beschreibung sieht man eigentlich auch, dass ich, was das angeht, nicht unbedingt eine schlechte Rechtschreibung oder ja, doch eine schlechte Grammatik besitze. Deswegen muss ich tatsächlich sagen, finde ich den Punkt, oh Gott, hallo Katze, wieder auf meinen Tisch geklettert, hallo, ziemlich unnötig, einfach weil, ich meine, er geht dort auf die Rechtschreibung im Titel und wenn ich auf seinen Kanal gehen würde, würde ich noch ganz, ganz viele andere Rechtschreibfehler gehen oder Rechtschreibfehler finden. Darauf wollen wir gar nicht eingehen, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier bei Lightshot auch nochmal den Screenshot ändern. Ich habe wirklich so. Nee, warte. Habe ich wirklich so einen kleinen Punkt, Punkt, Punkt? Da setzt man ja prinzipiell kein Leerzeichen dran. Aber das greife ich natürlich nicht an, weil jeder kann seine Titel so gestalten, wie er möchte. Und er macht das halt mit einem Leerzeichen und dann Punkt, Punkt, Punkt. Ist grammatikalisch zwar nicht richtig, aber okay. Lieber General, und wir wollen an der Stelle überhaupt nicht sagen, ja, du machst das aber so und wir machen das so und das ist auch so in Ordnung. Wir wollen damit nur sagen, kreide uns doch keine Sachen an, die du selbst nicht besser machst. Wenn du sie selber falsch machst. Also das lässt extrem an deiner Argumentation zu wünschen übrig. Richtig, wenn ich jetzt auf den Kanal gehen würde, ich würde bestimmt noch ein paar andere Titel finden, die so grammatikalisch nicht richtig wären, die vielleicht so zwecks Auffindbarkeit geschrieben wurden, die vielleicht so zwecks Unterhaltung geschrieben wurden, aber ja gut, wenn er unbedingt einen Punkt suchen muss, um mich irgendwie anzugreifen, dann hat er das jetzt in der Form geschafft, aber irgendwie auch nicht geschafft, weil es ja ziemlich inkorrekt ist eigentlich. Aber gut, okay, hören wir uns das mal weiter an. Fragezeichen. Gegrieft? Fragezeichen. War es der Hacker Matthias? Er reitet jetzt noch ewig drauf rum. Mhm. Auf diesem, einen Daumen runter, Rechtschreibung schlecht. Setzen 6. Setzen 6. Also dazu muss ich tatsächlich sagen, Spieler verkauft Corona-Impfstoff in Minecraft oder diese ganzen anderen Titel. Ich schreibe, also da müsste ich ja auch dort schreiben, der Spieler verkauft Corona-Impfstoff in Minecraft. Dieser Titel wäre doch dann richtig schlecht. Da so funktioniert es nun mal. Am Ende draufgehen. Das ist auch in der Zeitung so. Du findest keine Zeitungsüberschriften, die Sätze meistens ergeben. Das sind einfach zusammengesetzte Schlagwörter, die grob den Inhalt beschreiben. Und Schlagwörter. Und das ist in dem Fall hier der Fall. Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Bild geht oder auf irgendwelche Nachrichtendinger, du hast meistens Schlagwörter. Und das solltest du als YouTuber mittlerweile ja eigentlich wissen. Du hast auch selber einige Titel falsch geschrieben, deswegen verstehe ich nicht, warum du mich da ankreidest. Und diese Titel sind ja bewusst zugeschrieben. Ich denke mir ja was vorher dabei. Aber alles gut. Wenn du unbedingt einen Punkt suchst, um mich so anzugreifen, dann kannst du das natürlich gerne machen. Das wirkt an dieser Stelle einfach nur so, als ob du händeringend nach Argumenten suchst, um irgendwas Schlechtes über dieses Video zu sagen. Ja, richtig. Und ja. Ich muss tatsächlich auch sagen, auf meinem Kanal, wenn man jetzt einmal da drauf geht, ich habe sehr viele Kommentare auch wegen der Rechtschreibung bekommen. Das ist eigentlich echt krass, wenn man jetzt einmal hier drauf geht. Okay. Genau. Ich bin ja Bärmich Battle nach bla 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 bla.
Irgendwo kommt bestimmt noch was wegen der Rechtschreibung. Ehrenlos anredet, über schlecht zu reden, dazu kommt er gleich noch. Dazu sagen wir auch noch was. Genau, irgendwo kam auf jeden Fall noch mal was mit Rechtschreibung. Also ich habe, was das angeht, relativ viele Kommentare bekommen. Ist auch relativ logisch, weil eben sehr, sehr viele Leute, was das angeht, auch einfach hinterherlaufen. Weil er jetzt zum einen eine gewisse Reichweite besitzt und weil er zum einen sehr, sehr viele Sachen in den Raum wirft, ohne sie widerlegen oder belegen zu können. Zum Beispiel Sache oder die Sache mit Forks, wo Forks der angeblich Devin erpresst. Da kommen wir später. Da frage ich mich, ja, da frage ich mich aber in dem Fall, warum tut er das auf YouTube so öffentlich stellen? Das kann man, wenn das wirklich so krass ist, wie er sagt, dann macht man das rechtlich. Notfalls übers Gericht, wenn es ja wirklich so krass ist. Aber da ist offensichtlich nichts. Er sagt es einfach nur immer wieder, um sich dort in ein gutes moralisches Licht zu stellen. Aber das tut er auch immer wieder. Er stellt sich moralisch an vielen Stellen sehr gut dar. So würde er sowas nie machen. Da sind die aber alle die bösen, bösen YouTuber. Aber letztendlich, wenn ihr mal auf seine Taten guckt, wer macht da eher moralisch verwerfliche Sachen?